sprechen wir darüber im Phoenix-Tagesgespräch mit Sebastian Hartmann, dem innenpolitischen Sprecher der SPD in der Bundestagsfraktion, aus Berlin zugeschaltet. Ich grüße Sie, einen schönen guten Tag, Herr Hartmann. Guten Morgen, Herr Ufer. Und dann sprechen wir doch mal ein bisschen über die Beschlüsse des gestrigen Tages, des gestrigen Abends. Waren es überhaupt Beschlüsse oder eher Prüfungen? Wie bewerten Sie die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz? Zunächst einmal haben die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit dem Bundeskanzler festgestellt, dass Dinge, die wir gemeinsam auf den Weg gebracht haben, auch funktionieren. Zu nennen sind der Neustart des europäischen Asylsystems, weil es ist keine rein deutsche Frage, sondern wir brauchten auch Einigung auf der europäischen Ebene, Stichwort Grenzverfahren, bessere Verteilung. Und es gibt eine Anerkennung für die Migrationsabkommen. Das ist ja das neue Merkmal auch der Regierung Scholz, dass wir klar machen, wir wollen auch mit Ländern Rückführungsabkommen schließen. Es gibt allerdings, und das muss man auch sehen, dass unionsgeführte Länder jetzt auf Punkte setzen, wie zum Beispiel Asylverfahren in Drittstaaten oder Transitstaaten, die rechtlich zwar möglich sind, aber extrem schwierig. Das ist nicht so naheliegend, sich darauf zu konzentrieren, sondern man muss eher dafür sorgen, dass weniger Geflüchtete nach Europa kommen, sondern auch da den Schutzstatus auf die zu konzentrieren, die wirklich asylberechtigt sind und das eine vom anderen sauber trennen. Und da gab es auch große Anerkennung für. Aber inwieweit ist denn ein Drittstaatenmodell für Deutschland überhaupt realisierbar? Das sind die rechtlichen und tatsächlichen Schwierigkeiten, denn es ist eine Vereinbarung des vergangenen Jahres gewesen auf Bitten einiger Länder, dass die Bundesregierung ergebnisoffen prüft, welche rechtlichen Voraussetzungen zu beachten sind. Zu nennen sind Verfahren wie das Ruanda-Verfahren, was in Großbritannien als sehr teuer erkannt worden ist und auch gescheitert ist de facto, oder das Italien-Albanien-Abkommen, wo Italien, bevor überhaupt ein Zutritt auf italienisches Gebiet erfolgt, eine Schutzsuchende nach Albanien verbracht wird. Beides wird in Deutschland so nicht funktionieren, weil wir sind Mitglied der Europäischen Union und wenn jemand deutschen Boden betritt, hat er in der Regel schon die Europäische Union durchquert. Deswegen ist es wichtiger, an den Grenzen der Europäischen Union tatsächlich Asylverfahren durchzuführen und auch nur Schutzberechtigte einzureisen lassen und nicht eben Nicht-Schutzberechtigte. Gefordert wurde von vielen Ländern eine Kurskorrektur. Jetzt heißt es, jetzt wird geprüft bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz. Die findet im Dezember statt. Wir haben viel gehört, auch gestern, von einem guten Weg sei die Rede und von einem Prozess. Dennoch auch mit Blick auf die Zeit. Wie viel davon haben Sie denn? Wie viel Zeit? Wir haben in Europa eine herausfordernde Situation. Das sollten wir nicht verkennen. Der Angriffskrieg Putins hat dazu geführt, dass Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainer geflohen sind. Die leben jetzt in Europa. Deswegen darf die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren, denn die Folge wäre weitere Massenmigration. Dazu kommt aber, dass wir die Schleuserkriminalität auch wirksam bekämpfen. Durch Binnengrenzkontrollen, die wir jetzt durchführen, auch an den deutschen Binnengrenzen, obwohl wir ein Europa der offenen Grenzen haben und hatten, haben wir es geschafft, Schleuser festzunehmen und die irreguläre Migration zurückzudrängen. Wir haben geringere Ankunftszahlen aus den Hauptankunftsstaaten und das entlastet das Asylsystem. Aber der eigentliche Gamechanger, der eigentliche Wechsel im Asylverfahren in Europa ist, dass wir endlich einen Neustart im europäischen Asylsystem haben. Denn es müssen alle europäischen Staaten mitwirken, nicht nur Deutschland. Und das bedeutet Grenzverfahren an den Außengrenzen der Europäischen Union, um schon dort zu trennen. Denn wenn einmal die Anreise stattgefunden hat, dann ist ja die Rückführung das Problem. Und daran sind die zuständigen Bundesländer, die vollziehen nämlich die Rückführungen und Abschiebungen, bislang gescheitert. Das war ja das Ergebnis der gescheiterten Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Sie haben das Thema Abschiebung auch gerade angesprochen. Auch natürlich ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Punkt in der Debatte. Sind Afghanistan und Syrien sicher? Nein, es gilt die Einschätzung, die wir auch vor 2021 hatten. Und zwar dort haben wir unabhängig von dem Regime festgestellt, ob einzelne Regionen sicher sind und ob auf die konkrete Person tatsächlich ein Sicherheitsversprechen auch gegeben werden kann. Denn wir sind ein Rechtsstaat, wir führen niemanden in die Unsicherheit, auch den schwersten Straftäter nicht in den Tod zurück. Aber da wird eben bei Gerichten auch geprüft, ob eine solche Rückführung eines Straftäters möglich ist. Und darüber müssen wir jetzt sprechen mit Blick auf Syrien und Afghanistan. Wir wollen eine regionale Betrachtung der Lage in den Staaten. Die Taliban und auch Syrien übt nicht in allen Gebieten tatsächliche Herrschaft aus.
Und das ist etwas, was auch eine Erwartungshaltung an das Auswärtige Amt unter Leitung der Grünen ist, dann auch zu prüfen, unter welchen tatsächlichen Voraussetzungen Rückführungen möglich sind. Wir wollen nicht, dass solche Straftäter aus diesen Staaten hier bleiben. Das hat ihren Schutzstatus verwirkt. Und das ist ein klares Bekenntnis, das auch in einem Rechtsstaat zu treffen ist. Herr Hartmann, zum Abschluss vielleicht noch mal einen Blick auf die generelle Migrationsdebatte, auch bei uns aktuell im Land. Inwieweit ist es vielleicht auch ein Stück weit ein Reflex auf die Ergebnisse der Europawahl, die Ereignisse von Mannheim? Und wie sehr finden Sie, die Gesellschaft belastet dieser Streit um eben das Migrationsthema aktuell? Das Migrationsthema wird von der extremen Rechten aufgeladen. Aber der Ausländer, der Asylbewerber, der ist derjenige, der in der Regel vor eben Krieg und Gewalt geflohen ist. Man muss das tatsächlich hinkriegen zu trennen. Aber das ist eben auch eine heterogene Gruppe. Genauso wie es in der deutschen Bevölkerung Straftäter gibt, die auch abgeurteilt werden müssen, gibt es das auch bei Menschen, die hier hinkommen. Und ein dritter Punkt muss uns gelingen, nämlich das eine vom anderen zu trennen. Es gibt tatsächlich eine Migration, die wollen wir, nämlich die Fachkräftemigration. Also wir sollten da den Rechten nicht auf den Leim gehen, die verkürzen die Debatten und täuschen hinweg. Am Ende geht es ihnen nur darum, ein Thema hochzufahren, ohne eine wirkliche Lösung zu bieten. Wir auf der Sozialdemokratie wollen ein europäisches Asylsystem bejahen und gleichzeitig national im Interesse Deutschlands um die besten Fachkräfte konkurrieren, denn wir wollen wirtschaftlich stark bleiben. Das muss gelingen und darum brauchen wir auch eine harte Linie in der Sicherheits- und Innenpolitik, wenn es darum geht, Straftäter abzuurteilen und straffällige Ausländer auch zurückzuführen, denn das ist eine Erwartungshaltung der Bevölkerung hier. Sebastian Hartmann, der innenpolitische Sprecher der SPD in der Bundestagsfraktion, zugeschaltet aus Berlin. Vielen Dank für das Gespräch und die Informationen. Grüße in die Hauptstadt. Danke.